Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer neuen Session und einem neuen Part von Henrys Geheimnis. Ich freue mich wieder hier zu sein und mal ganz ehrlich, ich wollte es schon mal längst erwähnen, ich habe es schon meinen Eltern sogar auch erzählt, warum ich Henrys Geheimnis zum Beispiel so gerne mag. Ich habe einfach öfters das Gefühl, so wenn ich dieses Spiel spiele, das hatte ich auch damals vor allem so, als ob ich mich mit Freunden treffen würde. Wirklich, als ob das hier alles so meine Freunde wären und wir treffen uns dann einfach, um so schön zusammen was zu machen. Ist total komisch eigentlich, ich weiß, aber ist einfach so. Vielleicht auch gerade deswegen, weil ich halt leider so ähnlich bin, weil wir so viel gemeinsam haben und dann irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, als ob es so ein Parallelleben wäre. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich süchtig nach dem Spiel bin, sonst würde es ja wirklich jeden Tag spielen müssen. Aber es ist halt wirklich einfach schön. So, wie gesagt, eine gemütliche Runde, habe ich ja das schon mal gesagt, dass das Spiel einfach gemütlich ist und schön. Und ja, ich freue mich jetzt wieder, mit euch das weiter zu spielen. So, wir sind wieder in der Schule. Ich weiß gar nicht mehr, was im letzten Part genau passiert ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass in der letzten Session ja noch diese heftige Szene war mit der Bushaltestelle, da im Regen, dass ich da fast vergewaltigt wurde wahrscheinlich oder ausgeraubt zumindest. Und Henry hat uns gerettet, noch nach Hause gebracht. Wir hatten die Konfrontation mit ihm, die wir direkt beim ersten Try auch geschafft haben, worüber ich sehr froh bin. Und ja, mal sehen, was jetzt so passieren wird. Hallo, ihr beiden. Hallo, du eine. Hattest du ein schönes Wochenende? Das kommt mir gerade schon so bekannt vor, als hätten wir das schon gehabt. Aber das kann ja nicht sein. Ja, und ihr? Ist Henry nicht da? Sieht so aus. Auf Desmonds Gesicht erscheint ein breites Lächeln. Ich kenne dieses Jay-Lächeln. Was hat er schon wieder getan? Ich glaube, er schreibt an neuen Songs. Schon? Clément ist wieder genervt. Und wie kommst du darauf? Sie holt ihr Handy hervor. Guck, das Foto hat er gerade auf seiner Seite gepostet. Jay mit Kopfhörern auf den Ohren und mit Mikro in einem Studio. Ich dachte schon zuerst, da würde was mit Ständer stehen. Ich meine, würde auch Sinn machen mit Mikrofonständer, aber es war jetzt gerade irgendwie komisch. Er scheint sich auf das Lied zu konzentrieren, das er gerade hört. Jasmine ist ganz aufgeregt, wie immer. Ich bin schon so gespannt auf das Ergebnis. Clément hat in dem Moment abgeschaltet, als er ihr ganz spezielles Jay-Lächeln erkannt hat. Er spielt auf seinem Handy, um sie nicht kichern zu hören. Als ob das helfen würde. Es sei denn, er hat dann auch Kopfhörer drin. Sag mir jetzt nicht, dass du beleidigt bist. Als ob. Aus dem Alter bin ich raus. Mhm. Das Thema Jay ist nicht gerade mein Lieblingsthema, aber das ist ja allgemein bekannt. Ja, und trotzdem hast du ihr zumindest einen Kalender von Jay geschenkt, deswegen war doch schön. Jasmine setzt sich neben ihn. Okay, fertig. Das Thema Jay ist für heute abgehakt. Na, ob sich daran hält, ist noch eine andere Frage. Ich setze mich auf die andere Seite. Süß, wie sie lächelt. Richtig niedlich. Und er so, echt jetzt? Als ob. Sollen wir über die letzte Folge von The Sleeping Dead reden? Die, in der Steve dem Zombie die Augen mit den Zähnen ausreißt? Klingt ja eklig. Igitt! Tut er das echt? Oh nein, bitte nicht du. Bitte nicht. Na, Kumpel, immer noch Jungfrau? Demo springt sofort wütend auf. Was willst du, Enzo? Was denn? Ein Typ, der die ganze Zeit mit zwei solchen Weibern rumhängt, ohne sich an sie ranzumachen? Entweder bist du Superman oder du bist schwul. Und da du nicht Superman bist, das ist Mathematik. Was für ein Arschloch mal wieder, ey. Wieso kann er es nicht einfach mal lassen? Wirklich, ich frage mich schon mein ganzes Leben lang, was geht in den Hirnen solcher Typen vor? Ich glaube, es ist einfach nur nicht viel. Aber wirklich, was sie dazu bewegt, so eine Scheiße zu labern? Habt ihr kein Leben? Habt ihr nichts Besseres mit eurer freien Zeit zu tun? Mit eurer Lebenszeit? Und seit wann kennst du dich in Mathe aus? Eben. Enzo setzt sich neben mich, er nähert sich und flüstert in mein Ohr. Seit ich weiß, dass du und ich eins ergeben. Oh!
Ich bekomme Gänsehaut. Ja, und einen Würgereiz. Enzo sieht vielleicht toll aus. Naja, nein, eigentlich nicht. Ich meine, er könnte vielleicht ganz gut aussehen, wenn er nicht immer diesen scheiß Gesichtsausdruck hätte und mal irgendwie anständig wäre. Dann könnte er wirklich eventuell gut aussehen. Aber nur eventuell. Ganz eventuell. Aber es wird dich extrem dämlich. Mir wird von seinem Gerede schlecht. Das sag ich ja. Komm schon, ich weiß, dass ich dir gefalle. Sollen wir uns heute Abend treffen? Ich lade dich ins Kino ein. Nettes Angebot, aber nein, danke. Ich habe ein Auto. Henry auch, mein Bruder auch. Ich brauch dich nicht. Ich komm dich abholen, Baby. Nein, danke. Ich treffe heute Abend meine Freunde. Die beiden da, die du beleidigst. Ah, das war doch nur Spaß. Clement versteht das schon. Das ist eine Sache unter Männern. Stimmt's, Clement? Verzieh dich. Alter Schwede, wie kann man nur so dämlich sein? Ah, ist der Finger oben, wird man dich loben, Lehrer ist zurückgekehrt. Herr Novara sagt, dass er gerne auch mit Henry über das Referat gesprochen hätte. Ja, klar. Er freut sich, dass wir bisher so gut vorangekommen sind. Kurz danach bleibt er vor Jessicas Tisch stehen. Er wirkt sehr unzufrieden. Enzo, Jessica, ihr habt schon wieder vergessen, die Sachen fürs Referat mitzubringen. Ich erinnere euch daran, dass ihr nur noch 2 Monate habt, um damit fertig zu werden. Und soweit ich weiß, habt ihr bisher noch nicht viel gemacht. Ich möchte euch gerne nach dem Unterricht sprechen. Autsch. Der Elternsprechtag rückt näher und ich fürchte, es sieht nicht besonders rosig für die beiden aus. Als die Stunde zu Ende ist, versuchen Jessica und Enzo die Klasse zu verlassen, als wenn nichts wäre. Aber sie haben die Rechnung ohne meinen Lieblingslehrer gemacht. Herr Novara ruft sie zurück. Ich kann von meinem Platz aus nicht hören, was sie sagen, aber ich sehe, dass er ihnen einen Zettel gibt. Ich verlasse hinter den beiden den Klassenraum. Glaubt er echt, ich würde das hier meinen Eltern geben? Klar. Ohne es zu wollen, höre ich ihre Unterhaltung. Sie bemühen sich auch gar nicht leise zu sprechen. Wie jedes Mal, wenn er von einem Lehrer eine Strafe bekommt, zerknüllt Enzo den Zettel und wirft ihn auf den Boden. Jessica ist nicht besonders originell. Sie macht es ihm einfach nach. Wow. Ich hasse es, wenn Leute einfach irgendwas auf den Boden schmeißen. Grrr, wie mich das aufregt. Ja, mich aber auch. Ich bin da auch wieder genauso. Ich bücke mich, um die Zettel aufzuheben. Es kostet doch nichts, das einfach in den Müll zu schmeißen. Ich glätte die Zettel und lese, dass Herr Novara Enzos und Jessicas Eltern zu einem Gespräch gebeten hat. Oh. Ich frage mich, wie er wohl reagieren wird, wenn er merkt, dass die Eltern den Brief nie erhalten werden. Nicht gut auf jeden Fall. Nicht erfreut. Der Nachmittagsunterricht beginnt und Henry ist immer noch nicht da. Ich weiß, er hat gesagt, er sei vollkommen gesund, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich hole unauffällig mein Handy aus der Tasche und schicke ihm eine Nachricht. Ja, der nimmt sein neues Album gerade auf, ne? Ist halt so. Hallo Henry, du warst heute Morgen nicht da. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Pass auf dich auf, Laila. Süß. Mal sehen, wann er die Zeit hat, darauf zu antworten. Oh. Sag ich doch, der ist im Studio, der Junge. Alles klar? Was machst du für ein Gesicht? Ja, alles in Ordnung. Gefällt dir der Song nicht mehr? Doch, doch. Ich sehe auf mein Handy und lese noch einmal Lailas Nachricht. Mein Vater folgt meinem Blick. Wer ist es? Laila. Ah ja, Laila. Er sieht mich an, dann lächelt er mir vielsagend zu. Dieses Mädchen gefällt dir, stimmt's? Sie macht sich Sorgen um mich, weil ich nicht beim Unterricht war. Ich setze mich auf einen Stuhl und schütze den Kopf auf die Hände. Mein Vater setzt sich neben mich.
die Hand auf meiner Schulter. Er versteht mich. Was soll ich ihr jetzt antworten? Dass es dir gut geht, dass sie sich keine Sorgen machen braucht, ist doch eigentlich easy. Ich muss sie anlügen, oder? Du weißt, wie sehr ich Lügen hasse. Hör zu, du antwortest ihr. Schreib ihr einfach, dass es dir gut geht und du morgen wieder in die Schule kommst. Ich glaube, sie ist ein intelligentes Mädchen. Wenn sie merkt, dass du nicht über die Gründe sprechen möchtest, wird sie nicht weiter darauf bestehen. Ja. Ja. Es stimmt, sie ist intelligent. Aber? Aber auch sehr stur. So ein Mädchen passt zu dir. Ich antworte nicht. Sie ist jedenfalls wirklich sehr hübsch. Ja, ich weiß. Und sie weiß es auch. Was heißt das? Ist sie eingebildet? Nein, überhaupt nicht. Sie weiß, dass sie den Jungs gefällt. Sie ist es gewöhnt. Und du? Wie verhältst du dich ihr gegenüber? Das ist ziemlich schwierig. Inwiefern? Wenn du an Silvester ihr Outfit gesehen hättest, sie war wirklich zum Anbeißen. Ich kann nur schwer in Worte fassen, wie schön ich sie fand. Kurz gesagt, ich glaube, ich war nicht sonderlich diskret. Ich glaube, sie hat gesehen, wie sehr sie mir gefiel. Das ist nicht lustig. Du musst nicht auf alles verzichten, wenn du selbst bist. Wenn das Mädchen dir gefällt, dann versuch doch mit ihr auszugehen. Du weißt sehr gut, dass das nicht so einfach ist. Hey, und wer sagt dir, dass ich das will? Ist doch eindeutig. Ich bin schließlich nicht blöd, mein Junge. Ich kaufe bei Mediamarkt einen. Henry, nicht alle Mädchen sind wie Melanie, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bin jedenfalls nicht sicher, was ich will. Fragen wir uns jetzt alle, wer ist Melanie? Aber man kann es sich eigentlich schon denken. Ich lese nochmal Lailas SMS. Ich antworte ihr. Hallo Laila, mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Ich bin nur heute nicht da. Morgen komme ich wieder zur Schule. Henry. Ich schicke ihr die Nachricht. Mein Magen verkrampft sich. Ich habe trotzdem das Gefühl, sie anzulügen. Tja. Hallo Laila, guck mal, wer uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt. Henry? Natürlich, Henry. Hallo Laila. Hallo Henry. Ich stelle ihm keine Fragen. Seine Nachricht von gestern hat mir zu verstehen gegeben, dass ich nicht mehr wissen muss. Betonung. Es fällt mir sehr schwer. Hey, ich hoffe, dir geht's besser. Laila hat gestern die ganze Zeit von dir geredet. Ich glaube, sie hatte Angst, du wärst tot. Oh, Idiot. Clément, du bist echt bescheuert. Er dreht sich zu mir um und lächelt. Ich hab dir doch gesagt, dass es mir gut geht und du dir keine Sorgen machen brauchst. Auch wenn es komisch ist, dass er Clément dabei mehr oder weniger zärtlich anguckt eigentlich. Oh. Ich will darüber nicht nachdenken. Ich weiß. Ich senke den Blick und sehe auf seine Kette. Er trägt sie jeden Tag. Es ist bloß... Ich schaffe es nicht, den Satz zu beenden. Was soll ich sagen? Er merkt, dass ich verlegen bin und fragt nicht weiter nach. Bleibt es bei morgen Nachmittag für die Interviews? Ach ja, das Referat hatte ich komplett vergessen. Morgen werden wir einige der Personen interviewen, die wir kontaktiert haben. Ja, natürlich. Ich habe ein paar Anzüge von meinem Vater gefunden und habe Perücken und falsche Schnurrbärte gekauft. Cool.
Das wird lustig, dich als Journalist verkleidet zu sehen. Das würde ich auch gern sehen. Werdet ihr ja noch, werdet ihr, wenn wir es vorstellen. Ich auch. Wieder ein schickes Outfit. Keine Sorge, ihr werdet das Ergebnis noch früh genug sehen. Mhm. So sieht's aus und nicht anders. Und sind wir schon wieder bei Jasmine. Juhu! Du warst ja ganz begeistert, dass Henry wieder da ist. Ach Mann. Was? Natürlich. Du nicht? Ja. Meine Freundin sieht mich forschend an. Morgen machen wir unsere Interviews mit den Landwirten. Ja. Das kann ich nicht ohne ihn machen. Ja. Ja. Oh Mann, was ist denn? Ich habe nichts gesagt. Ich höre bloß zu. Ich beschließe schnell das Thema zu wechseln. Bei ihren Spielchen verliere ich immer. Kommen deine Eltern nächste Woche zum Elternsprechtag? Mhm. Ja, sie möchten unbedingt mit allen Lehrern reden. Mit allen? Ui. Das wird schon nicht so schlimm. Du hast doch in allen Fächern gute Noten. Und bei dir? Kommen deine Eltern? Nur meine Mutter. Frau Casanolia hat gesagt, sie würde sie gerne kennenlernen. Oh je. Oh, ich bin echt nervös. Zum Glück wird sie auch mit Herrn Novara reden. Mhm. Stimmt, bei ihm bist du eine der Besten. Gleich nach Henry. Bestimmt freut er sich, dass ihr zusammen am Referat arbeitet. Und, wie läuft es bei euch? Nee, Quatsch. Und wie läuft es bei euch? Oh, also, wir kommen voran. Clément ist motiviert und bemüht sich wirklich. Ich bin ziemlich beeindruckt. Das wundert mich nicht. Mhm. Clément würde es nie wagen, Jasmine zu enttäuschen. Er möchte nicht, dass sie wegen ihm eine schlechte Note bekommt. Er hat es geschafft, einen Soldaten zu kontaktieren, der gerade von einem Einsatz zurückgekehrt ist. Wow, wirklich gut. Mhm. Ja. Wir konnten ihn interviewen. Das war ein sehr interessantes Treffen. Das werde ich nie vergessen. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn ins Zentrum unseres Referats zu stellen. Seine Erfahrungen, seine Geschichte, seine Sicht auf den Krieg. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Ich glaube, es wird dir gefallen. Alle Videos, die wir aufgenommen haben, sind auf Clemens USB-Stick. Ich darf nicht vergessen, ihn ihm zurückzugeben. Ich habe ihm ein Buch über Kriege geliehen. Da steht sehr viel Nützliches drin. Aber er wirkte nicht sehr begeistert vom Gedanken, den Wälzer mitzuschleppen. Kann ich gut verstehen. Wovon soll ich ein Foto machen? Ach da, vom Bild. So. Wer ist das denn? Wer ist das daneben dir auf dem Foto? Vater, Bruder, Onkel? Ach so, das ist der Soldat, Stefan. Ah, wir haben bei unserem Treffen mit seiner Erlaubnis ein paar Bilder gemacht. Cool. Er wirkt nett. Das ist er auch. Dabei hat er sehr viel Schreckliches in seinem Leben gesehen. Naja, als Soldat ist es logisch. Jasmine senkt den Blick. Spüre, dass sie an die grausamen Geschichten denkt, die dieser Mann erzählt hat. Eure Arbeit wird bestimmt gut. Sie hebt den Kopf und lächelt mich an. Mhm. Ja, wir geben uns Mühe. Muss ich darüber nochmal reden, Fragezeichen? Nö. Ich hätte nicht gedacht, dass Clément sich so viel Mühe geben würde. Ach komm schon. Als ihr das letzte Mal zusammenarbeiten musstet, hat er keinen Finger gerührt. Ja. Ich bin ja auch nicht du, er ist auch nicht in mich verliebt. Hm. Okay. Kennst du vielleicht? Nein. Ja.
Trainer Vara mag es, wenn seine Schüler ihre Aufgaben ernst nehmen. Das mag jeder Lehrer. Oh ja, deshalb werden ihm unsere Referate sicher gefallen. Yeah! Wow. Und schon sind wir wieder bei Henry im Auto. So, aber die Interviews machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie das mit dem Ton ist. Müsste ja eigentlich genauso sein wie in der letzten Session. Ein Wunder! Und, ja, aber sicherheitshalber, weil es mir teilweise wieder laut vorkam. Aber ich habe auch meinen Sound auf dem Headset ein bisschen höher gemacht wieder, weil es eben noch ein bisschen zu leise war. Deswegen hat damit sicher zu tun. Aber sicher ist sicher. Ich hoffe, ihr konntet mich die ganze Zeit verstehen. Das checke ich mal eben. Wenn nicht, dann korrigiere ich das jetzt für den nächsten Part. Und ja, ist aber schön. Und ich freue mich auch wieder, jetzt heute weiter aufnehmen zu können. Es war wirklich wie so ein Blitz. Ich habe nur so ein paar Folgen One Piece beim Frühstück mit meinem Freund geguckt. Und da habe ich so gesagt, so, ich muss jetzt Henry aufnehmen. Das ist jetzt ganz wichtig. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Parts mit euch und hoffe auch, dass ihr nach wie vor Freude an diesem Projekt habt. Bisher sind hier nur die ersten beiden Parts online gegangen, aber die sind schon ziemlich gut angekommen eigentlich. Bin mit der Klickzahl zufrieden und auch mit den Likes, wenn auch leider kaum Kommentare dazu sind, aber vielleicht hat sich das bis zu diesem Part ja auch schon wieder gebessert, geändert, wie auch immer. Nur Kiyodai hatte ja was geschrieben, so von wegen, ja, scheint so ein Spiel für Mädchen halt wirklich zu sein. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Tja, vor allem hat er Kitsch gesagt. Er hat gesagt, es ist kitschig. Was ist denn daran kitschig? Das nennt man Romantik. Davon verstehst du nur nichts. Nein, alles gut. Ja. Aber ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Kitsch gibt es für mich wirklich nicht. Außer dieses eine Lied von Jay, was auf Französisch ist, wenn man sich den Text übersetzt. Aber sonst halt, Kitsch gibt es einfach nicht. Jemand, der ständig sagt, es wäre etwas kitschig, der, weiß ich auch nicht, hat ein Problem mit Gefühlen, beziehungsweise mit Romantik. Das geht nicht. Aber egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part dann wieder, wenn wir die Interviews machen. Und ja, unser Projekt rückt immer näher. Und wer weiß, vielleicht springt Henry ja doch noch über seinen Schatten auch und führt unsere liebe Layla doch einmal aus. Und ja, wir werden es erleben, wenn ihr weiter zuschaut. Bis zum nächsten Part, also ihr Lieben. Bye, bye.